Ja, hallo, herzlich willkommen zurück bei Empyrean Let's Play mit dem MCP. Und wir waren zuletzt in der vierten Folge stehen geblieben beim Stuff rüberbringen zu der neuen Basis. Wir hatten mit der neuen Base angefangen, hatten Grundstein gesetzt. Und ja, bringen wir jetzt erstmal alles rüber, was wir soweit noch brauchen können. Packen jetzt erstmal hier alles ein. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, den letzten muss er noch eben fertig machen. So, Keule, lass knacken, komm. 3, 2, 1 und go. Jawohl, zack. So, den haben wir da jetzt keinen Platz mehr für. Doch, das müsste gehen. Die packen wir zusammen, die packen wir zusammen, das packen wir rüber. Jo, kriegen wir wohl nicht mehr alles mit, wa? Aber das werde ich wohl verknusen können. Weil so wie es aussieht, muss ich wohl zweimal hin und her tüdeln. Mich nervt das ja auch mit den Viechern, ne? Mit Spinnen und so. Deswegen, das ist mir dann doch zu nervig. Warte mal. Das können wir vernichten. Ein so ein Teil, dafür brauche ich nicht so einen ganzen Slot verschwenden. Für die vier Teile auch, das können wir auch vernichten. Was können wir dann noch mal raushauen hier? Erstmal was futtern. Zack. 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 So, mal gucken, was können wir jetzt noch raushauen hier? Kanister haben wir ja ein paar. Bandagen. Natürlicher Süßstoff. Können wir uns noch mal reinziehen. Jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen Platz. Blaue Paprika, da müssen wir noch Platz für haben. Magentablette, die kann auch weg. So. Batz. Dann haben wir, glaube ich, soweit alles hier mit, ne? Sieht so aus. Können wir hier noch was zerlegen? Inventar voll. Mechanische Komponenten. Ja, gut, okay. Ich bin voll. Ich zische jetzt erstmal mit meinen Sachen rüber. Zische jetzt hier ab. Flitze rüber. Bevor wieder diese scheiß Spinnendudes kommen. Schieb hier schon Paras. So, mal gucken, wo müssen wir hin? Da ist unsere Base. Da machen wir erstmal einen Wegpunkt hier. Bestätigen. So. Dann erstmal ab zur Base hier. Und tschüss, Spinnennest. Wir haben jetzt erstmal alles eingepackt. Der nächste Schritt wird jetzt sein, den portablen Konstruktor einmal aufstellen und nachproduzieren. Baustoff weiterhin. Baustoffe, also Holz, Holzwände oder Blöcke, ne? Jo, einmal drüber fahren am besten. Wegkicken ist auch ganz nice. Das sagt mir auch wohl ganz, ganz zu. Die scheiß Rattenviecher hier. So, einmal hier rüber hüpfen. Bip, bip. Ich bin voll, alles klar. Kann im Moment nichts sneaken. Zack, zack, zack. Ja, das muss komisch aussehen. Wie so ein Känguru, was durch die Gegend hüpft, wa? Ich hüpfe jetzt einfach, weil ich muss da vorne eh wieder. Müsste da vorne eh wieder absteigen und das nervt immer dieses Hin und Her, ne? Zack, zack. Doing, 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 doing. Alien, also den Süßstoff da, den haben wir auch genug. Doing, doing, doing. So. Sind wir ja schon mal ein Stück näher, wa? Batz, 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 900 Meter. Hopp, hopp. Jawohl, das geht doch. Das läuft. 900, 800. Eher für einer so flott auf einmal. Oh, so 800 Meter noch.
800 Meter, wir sind jetzt gleich da. Ich muss noch ein Stück, muss ich noch weiter. Wir schwimmen jetzt noch mal gleich ein bisschen durchs Wasser. So ein paar Meter. Und hopp, 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 hopp. So. Jetzt schwimmen wir mal ein bisschen durchs Wasser. Zack, zack, zack. Und dann schnappe ich mir gleich mein Bike wieder und dann flitzen wir den Rest dann dahin, ne? Das ist natürlich jetzt ätzend für euch da, minutenlang, wie ich hier durch die Gegend fahre, ne? Aber, oder springe und laufe. So, ich beeile mich so schnell es geht. Zack, Bike drauf und Gas, gib ihm. Wird auch schon dunkel. Ja, geil, läuft ja wieder. Naja, Bike ist wenigstens nicht im Wasser diesmal. Zack, und weiter geht's. Yippie! Ganze 5 Meter. Halt an, halt an, halt an. So. Zack. Schnell mal rüber. Hopp, 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 hopp. So, wir sind da. Dann flitze ich mal den Rest eben so hoch. Hopp, 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 hopp. Da oben könnte es ein bisschen kalt werden. Da kann ich mir aber ja meine mobile Heizung eben aufstellen und dann passt das, ne? Packe ich mir die da einfach hin und dann friere ich mir da auch nicht so den Arsch ab. Mein 8 Grad, okay, wenn man sich bewegt, wenn man was tut. Bei 8 Grad kann man normalerweise aushalten. Also ich könnte das auf jeden Fall aushalten. Ich irgendwie auf dem Bau wäre oder so, hätte ich kein Problem mit. So, wir sind an der Base angekommen. Ich platziere jetzt mal in meinen Constructor hier oben, den Portablen, einfach, dass ich ihn griffbereit habe und hau den ganzen Stuff da wieder rein. Genau, die ganzen Baumaterialien hier. Eisen, Silizium, Kupfer. Das hier, die ganzen Baumaterialien, erstmal die wichtigsten Sachen. Das packen wir da auch erstmal rein. Zement, Stahlplatten, Wasser kann da rein. Das kann da rein. Das auch. So, jetzt können wir nochmal erstmal ein bisschen Food craften hier. Ein bisschen, ein paar schöne Stücke Fleisch. Warte, 6 Stücke. 6 Stücke. Wie viel Fleisch haben wir? 10. Machen wir 10 Stück Fleisch. Und dann passt das wieder, ne? So, mal gucken. Sonst haben wir da alles soweit drin. Wo habe ich denn meine Heizung? Da. Ich glaube, die Heizung stelle ich nochmal hier auf. Und Licht wäre auch geil, ne? Licht wäre richtig cremig, Leute. Die Heizung stelle ich mal hier hin. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Zumindest ein bisschen Licht. Ein bisschen Licht habe ich, aber ansonsten. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mir neue Parts mache. Und zwar brauche ich neue Blöcke hier. Machen wir gleich nochmal 200 Stück. Haben wir dafür denn genug? Ja, müsste, ne? Er hat ja noch 20 Holzstämme. So, Essen haben wir fast voll. Trinken haben wir, das haben wir. Probiere ich mal so eine Milch. Ich habe jetzt Bock auf Milch. Ich probiere mal so eine Milch. Oh ja, die hat er sich gesneakt. Die hat er sich gesneakt. Geile Milch. So, ich will mal gucken. Ich habe ja hier schon ein paar Sachen gecraftet. Vielleicht kann ich ja schon mal was aufstellen hier. Obwohl, ich will wohl lieber eigentlich erstmal mal ein paar Wände machen. So, mal eben gucken. Also, scheiße dunkel, ne? Ich glaube, ich lege mich jetzt erstmal hin. Dann kann ich die Zeit ein bisschen totschlagen hier. Einmal eben ins Zelt rein schnell und dann bis gleich. Würde ich sagen, ne? Warte, so, zack, bis gleich, Leute. So, wir sind wieder zurück. Ich hoffe mal, die Materialien sind jetzt fertig. Ja, siehst du, 200 Blöcke, so schnell kann das gehen. Fleisch habe ich auch schon mal. Dann können wir erstmal weiterbauen, aber ich brauche auf jeden Fall noch mehr Fenster. Das sind mir zu wenig Fenster. Ich hau da jetzt nochmal 8 Stück rein. Weil die schöne Aussicht, die will man ja auch irgendwie genießen können, ne? Und wenn da alles zugebaut ist. Ne, da habe ich keinen Bock drauf. So. Dann können wir weiterbauen. Drohne am Start und weiter geht's. So, dann mal hier die Blöcke ran. Zack, zack, zack.
Da. Ja, siehst du, läuft doch. Müssen wir erstmal gucken. Wir können noch keinen Fahrstuhl bauen. Dass wir dann erstmal irgendwie außen eine Treppe oder sowas machen. Wäre ja vielleicht mal nicht schlecht, ne? Und später dann, wenn ich einen Fahrstuhl bauen kann, dann mache ich mir einfach in der Mitte hier so ein Loch in der Decke. Also so ein Aufgang, ne? Und dann einfach Fahrstuhl nach oben. Oben dann so ein Rolltor oder irgendwie sowas, ne? Ja, und dann kann man halt nach oben. Falls man irgendwie vielleicht oben das Landepanel fürs kleine Raumschiff oder so machen will oder einfach zu den Geschütztürmen kommen will, wenn man die da oben baut, ne? Muss ich mir aber noch mal überlegen, ob ich die da oben hinsetze oder wo ich die hinsetze. Könnt ihr ja mal ein paar Vorschläge machen. Ein paar Anreize habe ich nichts gegen. Ja. Jetzt gucken wir mal, wo machen wir die Tür hin? Wo hatte ich noch mal die Dingens hingesetzt hier? Den Weg. Die Rampe. Hier. Ja, siehst du, dann machen wir hier eine Tür hin. Gucken wir mal eben. Tür, Tür, Tür. Da. Hier ist auch schon wieder vergammelt. Ah, das ist vergammelt schnell. Da müssen wir erstmal zusehen, dass wir irgendwie einen Kühlschrank am Start haben, ne? Kühlschrank, Waffen und so weiter und so fort. Da kommt einiges jetzt. Aber erstmal setzen wir die Tür mal ein. Welche Türen haben wir denn da? 1 mal 1 mal 1. Runde Türen, ja. Ich möchte jetzt erstmal so eine stinknormale gepanzerte Tür. Mit Position 1 kann man die drehen, hinstellen, wie man will. Zack. Cool wäre jetzt natürlich auch, wenn ich die Optik so ein bisschen anpassen könnte, ne? Ah ja, ist ja nicht so wild. So, dann machen wir jetzt hier, hatte ich so gedacht, machen wir das so und dann drehe ich den mal. Warte, falscher Knopf. Der ist auch falsch. Der hier ist richtig. Zack. Genau, so. Und da setze ich dann auch so einen hin. Zack, 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 zack. Zack. So, genau. Und dann wollte ich hier oben auch so einen hinsetzen. Da auch. Zack, 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 zack. Und dann hier oben so eine Ecke. Mal gucken. Diese Ecke, diese Ecke, diese Ecke. Na, diese Ecke. Das ist jetzt hier alles neu angeordnet. Also früher, als ich das gespielt habe, da war das noch alles ein bisschen anders. Ich muss jetzt mal ein bisschen suchen. Gibt es hier auch irgendwo, wo alle sind? Alle hier, ne? Ich glaube, hier sind alle. So, dann wollen wir mal gucken, wo ist denn diese blöde Ecke jetzt? Lädt aber ganz schön lange, der Junge. Wo ist die Ecke? Shit, shit, shit. Findest du gar nicht mehr wieder die Sachen jetzt? Mensch, wo sind die Ecken? Ist ja scheiße hier. Lame, lame, lame. Wo sind die Ecken? Das sind sie auch nicht, ne. Waren die das? Ah, Mensch, da. Das ist so eine Scheiße. Mensch, 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 du. Ich finde hier nichts mehr wieder, Leute. Die waren das nicht. Nee. Die könnte sein. Ja, könnte sein. Ich glaube, die sind das. Yes, 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 die sind das gewesen. Und hier jetzt einfach so einen hin. Habe ich mir so vorgestellt. Zack. Den. So. Aber das passt ja gar nicht, ne? Oder? Mal gucken. Doch, das passt. Das sieht doch gut aus, oder? Doch, ich finde das gut. Ja, das ist nice. Und dann kommt da einfach ein flacher hin. Mal gucken, was wir da haben an flachen Steinen. Flach, flach, flach. Flache Steine.
Flache Wand. Ja, geht das Suchen wieder los. Das Suchen. Da, Wände. Ja. Mal gucken. Erstmal aufrecht hinstellen. Zack. Dann muss das von der Maserung stimmen. So. So, wollen wir uns mal angucken. Jo, das geht, oder? Oder soll das eher nach außen zeigen? Ne, außen schließt das richtig schön ab. Nur hier ist natürlich Kacke, ne? Aber da kann man vielleicht nochmal eine andere Textur dann anbringen. Ja, das ist halb so wild, ne? Das passt. So, ich gucke jetzt mal, will mal eben gucken, ob er jetzt schon ein paar Fenster hat. So, Eingang ist ja schon mal ganz nice, ne? Hier kommst du runter, zack. Ah, das ist okay. So, mal gucken, was wir jetzt schon fertig haben. Zack. Ja, 8 Fenster, 12 Fenster. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Was kann er denn jetzt nochmal machen? Kraftstoff hier, Biokraftstoff herstellen. Soll er erstmal 30 Stück machen? Lampen könnten wir auch schon gebrauchen, ne? Lampen, Lampen, Lampen. Base. Können wir wahrscheinlich noch nicht bauen, so wie es aussieht. Dann machen wir jetzt erstmal weiter hier mit den Fenstern. Ein bisschen Fenster einlassen. Bisschen was für die Optik, ne? Ja, was könnten wir jetzt hier machen? Da könnten wir, das könnten wir so abrunden. Ich will das mal versuchen. Den hier. So, so, so. Da dann wieder so eine Ecke. Wo waren die? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wo wart ihr? Wo wart ihr Ecken? Wart ihr das? Wart ihr das? Könnte sein. Könnte sein, dass die das waren, ja. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie groß sind denn die Fenster? 1x1. 2x2. 2x2 ist doch genial, oder? 2x2 ist doch tight. Ist doch nice. Dann müssen wir das aber da anders machen. Dann machen wir hier einfach die zerlegen. Dann machen wir das mal anders. Wir versuchen das mal anders. Den. Und setzen den dann so hin. Wir setzen da erstmal das Fenster hin. Das wäre auf jeden Fall schon mal nice. So, und dann da ein so ein längliches. Und das dann da oben quer. Nee, warte. So, zack. Zack. So, dann kommt da noch ein kleines hin. Bäm. Ja, das kann man so lassen. Ist jetzt hier keine Villa-Look, aber ist ganz okay, ne? Vielleicht könnte man das hier auch noch anders machen dann. Dann mache ich das hier anders. Ja, die Ideen sprießen, ne? Machen wir es wieder weg hier. Zack. 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 So, jetzt müssen wir mal überlegen. Wir könnten. Ja, das könnten wir machen. Wir könnten jetzt hier. Ich versuche das mal. Warte, Drohne. Zack. Damit man doch ein bisschen besser rankommt. Da machen wir jetzt so einen ran. Dann machen wir so, 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 so.
Ja, das geht, glaube ich, auch, ne? So, hier dann die schmalen Wände. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Das passt natürlich jetzt von der Maserung nicht. Nehmen wir nochmal weg. Zack, zack, zack. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Und zwar so wollte ich das haben. Genau. So, der daneben. Zack. Jawohl, das passt doch. So, und dann hier oben. Machen wir das so wie hier. Ich denke mal, das geht, ne? Machen wir wieder ein paar Fenster hin. Ein kleines erst. Zack. Dann so ein längliches. Das hier. Passt gleich, wa? Ja. Jawollo. Dann hier das große. Warte, das war das. Nee. 2x2 war das. Das kommt dahin. Und dann das kleine. Das kommt dahin. Also nochmal eben drehen. Ah, das ist ein bisschen knifflig hier. So. Siehst du, zwei Fenster haben wir schon mal fertig. Ach, das geht. Ne? Hier mache ich vielleicht nochmal so ein paar andere Blöcke rein. Warte, die nehmen wir nochmal raus. Böp, böp, böp. Ja, dann müssen wir normalerweise müssten wir das jetzt anders machen hier. Nochmal hier ein bisschen Platz machen. So, ganz bin ich da nicht mit zufrieden. Wir könnten das ein bisschen symmetrischer haben alles. Ich mache das glaube ich auch, weil mich das doch ein bisschen nervt. Hier setzen wir nochmal eine Reihe ran. Erstmal bis hier. Und dann machen wir das hier weiter. Genau. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder bei knapp 23 Minuten angelangt. Ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bleibt gesund. Bis demnächst, euer MCP.